Habt ihr euch auch neulich erst gefragt, warum ihr in eurem Nachrichtenstream auf Facebook anscheinend nicht mehr alle Posts von Seiten wie dem TFM erhaltet? Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Facebook mal wieder etwas umgestellt hat, ohne die Nutzer darüber richtig zu informieren. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, dass ihr weiterhin die wichtigen Neuigkeiten und Meldungen von uns erfahrt. Dazu ruft ihr die Seite des CVM in Facebook auf. Nachdem ihr auf Gefällt mir geklickt habt, gelangt ihr mit einem weiteren Klick darauf zu dem Punkt zur Interessenliste hinzufügen. Hier bietet Facebook euch die Möglichkeit, unterschiedliche Seiten zu unterschiedlichen Themen auch thematisch zu sortieren. Wenn das die erste Interessenliste ist, könnt ihr einfach eine neue erstellen. Markiert CVM und im nächsten Schritt wählt ihr einen Namen für die Interessenliste. Nun könnt ihr noch einstellen, wer die Meldungen aus dieser Interessenliste noch sehen soll. Ob nur ihr selbst in eurem Nachrichtenstream, eure Freunde oder eben auch öffentlich. Und das war's schon. Jetzt seht ihr auf der linken Seite einen neuen Menüpunkt Interessen und da eure erstellten Listen. Dort findet ihr alle Meldungen und seid immer aktuell über beispielsweise den CVM informiert. Natürlich geht das Hinzufügen auch mit anderen Seiten wie zum Beispiel dem EJW, CVM Württemberg und CVM Bayern. Das waren Vorschläge von Facebook. Aber ich will auch die offiziellen Facebook-Seiten der CVM Hochschule und des CVM Kollegs hinzufügen, um auch von denen alle Meldungen zu erhalten. Und da ich gleich mal dabei bin, dann auch noch das YMC Europe Festival in Prag 2013 und den CVM Weltbund. Jetzt bekomme ich in dieser Interessenliste alle Meldungen der gewählten Seite. Also dann bis zur nächsten Meldung.